ben een andere mens. Ik ben Fok. Zie ben het een andere mens? Hoppla, maakt het weer mal Hochsaison. Fok, heb ik im Gegensatz zu Ihnen alle. Aber Saison im Kämpfen, heb ik altijd. Himmel noch mal, sieht es da wieder aus. Suchen Sie im Boden und jedes Pferd die einzeln. Da hat es ja mehr Brüssel auf dem Tisch, weder dass ich Gold hier gebracht habe. Geh nicht auf! Wenn ich wenigstens ich habe ein bisschen für alle schauen. Sehst du ihn schon mal aus? Wie in einem Sauerstall. Wieso nicht? Du wirst dich einmal gut machen als Sauer. Sie hat es eben. Und sie hat es eben auch. Denk wieder. Stellt sie mal auf. Ei, ei, ei. Der Stuhl ist ja auch voller Brüssel. Wissen Sie eigentlich nicht, wo Sie Ihr Maul haben? So, anpacken. Ich esse, lass mir das als Ihren Chef all das gefallen. Aber was willst du? Billiger und besser. Macht ihr doch keine Ahnung. Was habt ihr mir zwischen wieder zufrieden? Ihr gehört ihr ja im ganzen Haus stricken. Da redet mir halt eben auf, wenn der da so faul rum hat. Und dann wird man halt ein bisschen flogen. Aber Magi, der Alois ist nicht einfach der da. Und zudem, als dem Chef, hat er wirklich recht, ein paar Minuten alle Zeit zum Gut zu geniessen. Ein paar Minuten. Komm, lass ihn doch sein. Im Grunde genommen ist er ein richtiger Engel. Prost, Nägel! Also wenn die Engel so sind, würde ich lieber nicht sterben. Aber Alois, so schlimm ist es jetzt wirklich nicht. Du weißt doch, jetzt braucht man die Magie besonders. Um ein bisschen Geld zu verdienen, habe ich das Gästezimmer am oberen Stock ausbauen lassen und das Fremdenzimmer ausgerichtet. Heute sollte doch die erste Gäste kommen, den sogenannten Domenico Schönpfeffer. Er suche die kreative Ruhe von einem abgelegenen Bergdorf. Er schreibt da, er würde bei uns von den Musen geküsst werden. Was küssen? So Liebschaft und Zeitensprung gibt es in unserem Haus nicht. Oh, du Morana Paschel, die Mus ist doch kein Frauenzimmer. Der Schönpfeffer ist nur Musiker. Genau, und da wäre ich ja schon. Sie sind sicher der Bärsche da. Oh, holen Sie bitte doch mein Gepäck hier. Grüß Gott, schöne Wirtin. Darf ich mich vorstellen? Domenico Schönpfeffer, Musiker, ganz bescheiden Festhalter, der grösste und beste Cellist und Kammermusiker, was zur Zeit gibt. Freut mich, und apropos Kammermusik, darf ich Ihnen ein Zimmer zeigen? Hi, da haben Sie Kleider, aber auch schön ungleichmässig. Einkaufen ist ja viel schwerer. Wissen Sie, meine Hosenkoffer sind auch gar keine Kleider. Da habe ich eben mein Cello drin. Eine sogenannte Georgik. Da, ein gigantöter Engel. Jetzt ist für mich der Himmel auf Erden perfekt. Jetzt schau auch an. Der schafft auch einmal etwas. Bitte, Magi, begleite doch den Schönpfeffer von dem ins Zimmer und zeig ihm, was da ist. So, ich glaube, da kommt schon gut raus mit uns. Hier in Blaufelden ist es so ruhig und schön. Und auch heutzutage suchen viele Leute ihre Erholung in genau solchen Dörfern, weit abseits vom Massentourismus. Sie ist denn jetzt schon wieder los. Herein! Gut, da bist du dann. Da muss man nicht hinsitzen. Ja, selbstverständlich. Gut, haben wir einen Stuhl. Gut, miteinander. Und was kann ich dienen? Also, Alois. Es geht doch um die Bauingabe, die du gemacht hast. Was habe ich da gehört? Der Bauingabe ist gemacht. Wo willst du denn du bauen? Wir haben doch schon alles. Ja, lass mal einfach. Ich erzähle dir das später. Ich habe noch keine
keine Zeit gehabt, um dir das zu erzählen. Und jetzt schau auch da. Nicht einmal seine Frau weiss, um was da geht. Kein Wunder. So ein Projekt würde auch ich verschwiegen. Und kein Mensch davon erzählen. Aber jeder Kollege, der hat doch nicht so viel reingenommen. Wissen Sie, Frau Hungerbühler? Ihr Mann hat zusammen mit seinen zwei Jagdfreunden, dem Fuchs und dem Hirsch, alles genannt, was sie hatten, zu einer AG zusammengelegt und wollen jetzt den Kurs einen grossen Aktiv-Ferienclub machen. Genau, da wären wir ein Hotelkomplex für 700 Bett dazu erkämpft auf dem Hunnitz. Für 20 kleine Bungalows. Gegen die jetzige Welt hindern gäbe es ein Hallenbad, ein Fitnesszentrum, 3 Turnhallen, 7 Tennisplätze, einen Klettergarten und einen Golfplatz mit 18 Holes. Was sind jetzt Holes schon wieder? Das sind doch die Fädchen, die Golfspieler am zweiten Rasen reinstecken. Sagst du, wir finden das Projekt schon ein bisschen zu gross. War ein bisschen zu gross? Völlig überrissen ist das Ganze. Ein Hirngespinst, ein Blödsinn. Zudem verschändet uns das ganze Dorf. Unsere Ruhe ist weg. Das Wahrzeichen von blauen Feldern. Nur die Blutnatur ist völlig kaputt. Genau, die Natur kommt dem ja so die richtig angelegt vor. Und darum fordern wir von dir, Herr Alois Hungerbühler, den völligen Rückzug von dem Projekt. Mythisch! Ich will das Ferienzentrum und damit basta. Wenn ich will, wird auch gemacht. Zudem hocke ich schon viel zu fest in dieser Sache. Aber Alois, du bist doch schon immer so naturverbunden gewesen. Stell dir mal vor, du gehst auf deine Wildhüter-Tour und auf einmal fliegt dir ein Golfball an den Kopf, wo so eine Jupi aus der Großstadt geschossen wird. Und dann wirst du andauernd fotografiert, als Souvenir, damit du dich heim erzählen kannst. Sie haben so richtige Eigenbahnen gesehen. Oder dann, das Werbetischert, dass du mal etwas Rechts zum Anlegen hast. Die Seite vom Tourismus kennen wir schon ganz genau. Aber das ganze Projekt bringt doch Arbeitsplätze ins Dorf. Arbeitsplätze? Schauen wir uns in den Garten. Dort hat es Arbeitsplätze für 3 Sättig, wie du eigentlich. Aber alles, das Ganze hat man dir doch aufgeschwätzt. Das grosse Geld geht bei solchen Geschäften nicht weiter weg. Und uns bleibt nur noch der Lärm und der Gestank. Und auf dem Golfplatz? Wenn wir ewig die Holz zusammenlesen, rumliegen. Ich will das Ferienzentrum und da in Pasta. Und den Eingeborenen, wie mich nicht. Ich gehe genau ins Aerobik und Handeln stemmen. Und auf Golffeld schiesse dann ich an euch, an eure Kürbis. Jetzt alle miteinander. Ihr gewöhnt euch schon noch an die Hütung zu sein. Du meine Güte. So kenne ich alles so gerne. Tragisch, tragisch. Das eigene Portemonnaie riskiert mit der und Tradition. Gerade der, der so viel von Blaufelden hat, Frau Hungerbühler. Könnt ihr nicht einmal mit ihm reden? Ich probiere es einmal, aber in letzter Zeit war er so merkwürdig. Jetzt weiss ich schon warum. Hört doch auf die Räume. Ich habe ja immer gesagt, der Hungerbühler ist ein Dreckskerl. Leid uns einmal aufs Kreuz. Ich habe es ja immer gesagt, aber auf mich lasst man halt nie. Aber was mich vor allem putzig macht, ist, dass er so kreuzdumm ist. Dumme Leute sollten gar verboten werden. hört doch auf, über ihn so herzufallen. Gerade noch letzte Woche war er euer bester Freund. Und ihr konnte nicht genug schauen. Irgendetwas ist voll an dieser Sache. Der Hungerbühler ist so total anders. Da gibt's mir sicher mal eine Überraschung. Aber heute kommen! Wir gehen jetzt wieder und reden im Hirschen nennen ein bisschen weiter. Wenigstens, warum es ab und zu ein bisschen stinkt.
komisch. Alle Leute im Laden haben hinter den Regalen etwas duschelt. Und zu mir sind sie ganz hart und unfreundlich gewesen. Frau Moosburger, was sowieso allen giftig ist, hat sogar gesagt, muss sie sich ein wenig so solchen Leuten bedienen. Die Chefin hat mich sogar früher nach Hause geschickt, wegen Geschwätz hat sie gemeint. Na glaubt, bis ich nie abgegangen bin. Der Kochschuh hat niemand wollen zu mir an den Tisch haben. Und der Brett hat sogar mit Rundschaftsbringung an der Olma für einen Kauf das Fuchten. Und gesagt, er will keine ganze Tochter zu Hause schmusen. In der Schule haben mich alle ausgelacht. Spinner und Verräter hat mir die anderen das erste Bettchen angeboten. Und die Lachti hat gemeint, in einem Tennishäufchen würde ich sicher noch Effi losziehen. Aber das ist ja kein Wunder bei so einem Wetter. Nur der Wachmeister ist noch nicht gesitzen. Er hat mir sogar ein Pack Grätzli gegeben. Als Trost für das Mädelhaus, hat er gesagt. Da habt ihr sicher mir zu verdanken. Der ist nämlich immer so nett zu mir, der Herr Wachmeister. Du merkst, was ist denn noch los? Wir haben doch nie verbrochen. Da fragt ihr am geschicktsten euren Vater. Der hat euch das Süppchen gebracht. Ah, ihr seid schon da. Wir haben auch schon draufgekommen. Du Mami, das ist ein Art Dorf. Alle sind so komisch. Dann hat es Kufz gemacht. Wir haben den Zobig gemacht. Komisch. Die Mama ist auch ganz durcheinander. Sie hat nicht einmal gemerkt, dass ich um 5:30 schon von der Arbeit zurück bin. Susi, du bist immer da. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Schon, aber ich habe heute keine Lust. Du gehst noch ein wenig auf Franz büffeln. Hast du es in der Seekarte ringen? Was ist denn da? Bist du da gekommen? Sicher nicht, ich habe Geschenke bekommen. Das ist gleich. Gut, liegt jetzt noch am Sonntag. Oh, immer die Verantwortung. Dabei hat es von der Abstimmung gesprochen, wir hätten nie eine Aufzüge und Brötchen. Du merkst, hast du auch mitbekommen, dass ich gemeint habe? Ja, zufällig habe ich im Gang aus ein paar Brocken gehört. Das ist mir ja eine schöne Geschichte. Maike hat erzählt, sie sagen im Dorf schon gehänselt worden. Eben, siehst du, und wenn der Fitness-Tempel am anderen steht, wird das sicher noch viel schlimmer. Weil ich nur bei uns das in Anwesen gefahren ist. Ich weiss ja nicht, ob das etwas mit dieser Sache zu tun hat. Aber vor einem halben Jahr war einmal ein pickfeiner, junger Herr da und wollte mit dem Herrn Hungenbühler allein reden. Und weil ich gerade mal Schlüssel nachher wollte putzen. Habe ich ein bisschen etwas mitbekommen. Und, was hat er gesagt? Der junge Herr hat das mit Kohle blöffig geredet und gesagt, er habe ihn vertrutscht und er soll folgen. Sonst wäre es schlimm für den Hungenbühler. Und er soll... Und gerade da sind sie heimgekommen. Und dann habe ich halt an einem anderen Ort weiterputzen. So etwas. Und mehr hast du nicht gehört? Doch. Am Schluss hat der Herr Hungenbühler noch etwas von Presse oder Presse gesagt. Und er geht zu der Polizei. Aber der junge Herr hat noch dreckig gelacht und gesagt, der Hungenbühler, das haben die ja selber im Netz. Wenn das nur noch alles gesetzmäßig verlaufen, ich habe kein gutes Gefühl mehr. Wundervoll! Schöne Wirtin! Ihre Welt gefällt mir! Alles so schön, alles so rein! Kein Problem mit Trüb, die Freude! Oh, wie schön! Das inspiriert mich gerade zu einer Melodie! Ich muss gerade komponieren! La 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 la! Der hat mir noch gefällt. Der macht mich noch völlig verrückt. Wir gehen Holz hacken. Das tut uns sicher gut. Himmel, alle Straßen und Kragen sein. Gemeinde, tönt ja völlig letztgefedert. Wir machen nur alles kaputt. Dabei habe ich versprochen, Baubewilligung liegt farbehaltlos auf dem Tisch. Zum Beispiel
bin ein gelieferter Mann. Blaufelde spinnen die sowieso an. Die Wachmeister schnüffelt im Zeug um. Wenn ich den nur nicht verwünscht, sondern blöden Kai. Rein! Was geht der Hunger mehr? Der Herr Wachmeister! Nehmen Sie doch Platz! Schön, Sie wieder mal bei uns sehen. Trinken Sie auch Schnäpschen? Nein, sicher nicht. Ich bin ja im Dienst. Ich habe eigentlich nur eine kurze, ernste Angelegenheit zu besprechen. Nur nicht so kompliziert. Freundschaften sind für uns beide wichtig. Darum bleiben wir so Freundschaften. Ab und zu mit einem Schnäpschen. Prost! Alles gut, zum Wohl. Aber ernst bleiben wir gleich. Herr Hungerwöhler, als Wildhüter haben Sie die Aufgabe, Wilddiebstähle aufzuklären. Seit einem Jahr wird bei uns Blaufelden im grossen Stil gewildert. Und nach einem Jahr haben Sie nicht mal eine Spur. Der Gemeinderat will die Fakten sehen. Doch will Sie seit dieser Geschichte mit dem Sporthotel, wenn wir allzu vertrauenswürdig sind, komme ich nächste Nacht als Begleiter mit. So läuft das Geschichtli also. Man vertraut mir fängt's gar nicht mehr. Und Sie, Grünschnabel, Tücher werden so wichtig. Ihres Temperament spricht aber gar nicht für Sie. Mit der Zeit glaube ich fast, Sie wollen den Wildtierplan auf den Bütschen. Sicher doch! Scherben da oben. Ja genau, ein gutes Zeichen. Scherben.
bringen, Glück. Lass nur mal warten. Das sind sicher der Petri und der Friedel. Ich lasse gerade rein. Hä? Hey, wo sind denn die zwei? Da sind wir ja. Herrgott, Zeiten sind ihr, wenn es gut ist, Schleicher. Aber ihr habt ja auch schon viel gelernt, wie wir zu Nacht einmal so auf der Bier sind. Was? Zu Nacht einmal auf der Bier? Ja, weisst du, wir müssen doch auch Hungerwähler. Wir gehen dann einmal zu Nacht helfen, Wilder jagen. Das ist mir auch noch der Neueste. Und ich habe immer an Maurice's Klon gehört, wie mühsam es doch sei. Zu Nacht alleine auf der Wildwache. Keine Schwester. Sie ist auch noch durchstoppen. Ja, mal ja, meine Uhr in Uhr. Aber sie läuft ja nicht mehr. Sie ist sicher nur das Bändchen stillgestanden. Sie dürfen nicht mehr laufen. Haben wir das verboten? Das ewige Rundumkalb in dem Zeichen macht die ganze Natur. Jetzt bist du wirklich bald reif fürs Geld. Du bist nur ein Kalb. Kannst du nicht ein bisschen vorsichtiger sein? So ratst du noch alles. Die ganze Sache ist äußerst delikat. Da können wir eher keine schwache Nerven haben. Komm, hocken dann. Ich habe schon schwache Nerven gehabt. Und? Was hast du gemacht? Was wisst ihr da? Nicht extra. Wisst ihr da? Der Wachtmeister erschlagen. Bist du noch? Um Gottes Willen, wie ist denn auch da gegangen? Das erzähle ich euch dann schon noch später. Jetzt zuerst, wenn wir den Wachtmeister wegtun, er liegt dort im Uhrenkasten. Was heisst er? Mömmer. Glaubst du eigentlich, wir helfen diesem Mörder? Mach das allein. Ich mach mir die Hände nicht dreckig. Petri, Friedli, helfen mir doch. Seht ihr denn nicht, wenn ich in der Klemme hab? Ich hab's doch nicht extra gemacht. Nein, nie. Aber wenn ich aufläufe, dann sind die auch ihr dran. Ja, wenn du meinst, wir können das alles als Rotbeer anschauen. Wenn wir ihn gleich einmal finden. Der Wachtmeister geht, der scheint es, öfter noch mal gefährlich zu klettern. Wenn er dann einmal runterfallen sollte, so zur Nacht, seht man ja nicht mehr viel. Friedli, jetzt kenne ich euch wieder. Immer hilfsbereit zur Stelle. Und euer Plan ist gar nicht so schlecht, aber zuerst muss unser Gast zum Haus aus. Was? Du hast einen Gast? Ja, weisst, Martha hat einen Pensionsgast, um das Haushaltsgeld ein bisschen aufzubessern. Aber der ist gefährlich gewunden von Itzi. Er sucht die Muse und die Inspirationen. Der ist ein Förer, der muss weg. Dann werden wir zu Nacht durchklettern. Hört doch auf, das Eichen zu bleiben. Ein bisschen beschränken, lange schon. Und der Herr reißt bestimmt sofort ab. Gute Idee. Wir können gerade in seine. Ich habe ein Fasnachtkostüm im Auto. Ich lege das an und gehe in unser Zimmer. Geht's noch? Wenn rumst du aber dein Auto aus. Man kann zu Weihnachten. Hört doch auf, Kiffle. Die Idee ist doch gar nicht das schlecht. Musiker haben schon immer viel Fantasie. Und wenn denen so ein Monster am Fenster steht, glaubt er sicher, er hat nur schlechte Halluzinationen. Also, weil das schlecht ist, für Kreativität, reißt er bestimmt gerade ab. Also, Friedi, hol dein Gerüst. Ihr zwei seid schon Goldbär. Ohne euch würden die ganzen Schlamassel hier gar nicht Türen stehen. Ja, und ohne dich wären der Friedl und ich gar nie drin reinkommen. So, da wäre das Kostüm. Helfen dir jetzt anziehen. Ja. Oh.
gehst nicht hier. Du stehst nur wie eine Halluzination am Fenster. Wie eine was? Wie eine Halluzination. Hofft nichts los. Ihr redet gescheiter Deutsch mit euch. Und in Erscheinung sollst du am Fenster stehen. Der Musiker soll doch glauben, er spielt los. Er bildet sich das Monster bloß ein. Der weiss doch jedes Kind, dass es solche Gaukühe nicht gibt. Also lasst mich! Links ist das Gästezimmer und rechts schlafen die Mädchen. Denkt dran! Und jetzt, ganz Friede, viel Glück! Weil das nur gut geht, sonst hacken wir den schönen Klemmen. Kaja, Friedel meistert das schon. Der ist Spezialist für knifflige Aufgaben. Los, jetzt nimmt er die Leiter. Jetzt steigt er langsam die Leiter auf. Jetzt hören wir den Cellist schreien. Im Frühling, von draussen her gesehen, schlaft ja der Cellist recht. Hilfe, Papi! Ein Ungeheuer! Ein UFO ist gelandet! Nein, ein Mörder! Ein Sittlichkeitsverbrecher hat er geholt! Ich kann ihn gerade den Wachtmeister holen! Der hilft bestimmt! Nein, bleib da! Nicht Polizei! Jetzt bleibst du aber da! Oh, bitte, Papi! Lass sie doch gehen. Ich habe ja so Angst. Hör doch auf die Zitra, Friede. Es war doch nur ein Mappen für den Kollegen, der Hirsch. Es sind wirklich blöde Geschwässer, wie wir ihn planen. Wunderbar! Fantastisch! Was für dramatische Inspirationen liegen in dem Haus. Ich muss gerade komponieren. Jetzt hacken wir mal alle drei Schuhe auf so einem Bänkel. Und warten, bis der Nachtmeister kommt. An dieser Sache ist etwas faul. Solche Sachen macht man nicht nur ein Spass. Jetzt haben wir wirklich den Himmel auf Erden. Da sitzen noch drei gefallene Engel. Verbrechen sind es nicht gewesen.
aber die Ohren blühen. Weisst du, der Fuchs und seine zwei Sumpf- und Jagdbrüder. Der Fuchs und der Hirsch haben eine Dummheit gelernt. Aber unsere drei Neibchen sind dazwischen gekommen und haben den Hirsch entlarvt. Wo wir dann hätten wollen flüchten, haben ihn festgenommen. Und da innen, die zwei anderen, gerade auch. Da auf dem Ofenbänkchen haben wir die drei festgehalten. Du sagst, und haben sie da gefolgt? Sie haben wohl müssen. Zudem mache ich mit dem Hungerbüller sowieso, was ich will. Sie haben zwar drüben einen Fluchtversuch unternommen. Und dazwischen haben sie gelöhnt und ausgelöhnt. Aber ich, als verlängerter Affe gesetzt, habe mich nicht erweichen lassen. Und habe die Untersuchung gesagt, bitte her, durchzuge ich. Du sagst, und wo hast denn du untersucht? Was habe ich eben nicht gewusst? Ich spüre bloß, dass da etwas faul ist mit diesen Tieren. Solche Sachen macht man nicht nur aus Spass. Aber weil denn der Wachmeister nie gekommen ist und ich dringend allein auf das Erdli haben müssen, habe ich es dann halt müssen laufen lassen. Das heisst, komm, ich möchte schon noch, wo der Hase im Pfeffer hat. Apropos Hase, sofort in die Küche! Herrgott, ist die nervös? Es nimmt mich schon Wunder, was sie da für einen Verdacht hat. Aber die Magri sagt bestimmt kein Wörtli, bis sie nicht genug Beweis hat. Jetzt schau mal die Uhr an. Von lauter Aufregung ist sie ja noch stehen geblieben. Da muss ich am Ende einen kleinen Schub geben. Du, Dora! Jetzt habe ich auch noch Glück gehabt. Weißt du, ich mache das Kühnerragout. Und fast hätte ich es noch verbrennen lassen. Aber da sieht man wieder einmal. So eine Nachbarin-Klasse ist doch einfach für alles gut. Von wo hast du denn den Küngel? Weißt du, ein Chef sein Freund, der Fuchs hat man gebracht. Er sagt, sein Bruder in der Stadt, der so riesengroße Kühner züchtet. Du, das glaubst du nicht. Aber der Kühner ist so groß, wie ein ordentlicher Fellhase. Entschuldigen Sie, ich störe. Nein, nein, mach gar nichts. Ich bin sowieso gerade fertig. Ciao, Magri. Ich gehe gerade durch die Küche rauf. Musst nicht viel sagen. Komm schon raus. Gar nicht verstehst. Du blöde Schnettergang. Wobei, der Mann kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Da sind Sie. Ich hätte gerne den Hungerbüller gehabt. Hätte er mich nicht erwartet. Nicht, dass ich wüsste. Er ist nämlich im Wald. Und dann kommt er meistens erst aufs Mittagessen wieder zurück. Hätte er wenigstens Papier für mich hinterlassen? Wegen dem Brief oder Plan von der Gemeindeverwaltung? Nein, absolut nicht. Aber fragen Sie doch am geschicktesten selber, wenn Sie am Weg sind, wo zwischen dem Hühnerhof und dem Mistack durchgehen. Nachfolgend kommen Sie noch etwa 300 Meter an den Schitterbein. Und die müssen Sie dann alle. Die haben nämlich ich gemacht. Meinen Sie, ich komme nur auf die Laufäden zum Schitterbein anschauen? Sie müssen sie nur auf den Durchreis anschauen. Dort zeigt nämlich auch noch ein Säglingwald hier ab. Und wenn Sie dann anlaufen, treffen Sie nach etwa 2 Kilometer den Hungerbüller beim Büschen an. Wenn er nicht gerade wieder Pause macht. Ei, ei, ist das weit? Kann man wenigstens mit dem Auto gehen? Ich glaube nicht, dass wieder das Auto an dem Weg gefreut hat. Er dreht sich schon gern von seinem Auspuff. Tun Sie doch nicht so etwas. Dann gehe ich halt zu Fuss.
Vater. Adieu. Ist jetzt dein Unkommentli gesehen? Aber da sieht man wieder einen Mann. Die schöne Schale. Macht noch einen kein Gentleman aus. Moment mal. Irgendwo habe ich den feinen Herr schon mal gesehen. Genau. Jetzt zünd's mal ein Kerzchen an. Das ist doch der Kerl, der mit dem Chef aus dem Wüst geredet hat. Tot's Mann. Wo ich gerade am Schlüssel nach putzen war. Was hätte er heute eigentlich wollen? Brief? Plan? Von der Gemeindeverwaltung? Das hat bestimmt etwas mit dieser Bauerei zu tun. Aber was? Ein seriöser Eindruck hat er auf einen Fall nicht gemacht. Sterne, Wöfi! Dort mal! Hat er doch etwas von Presse gesagt? Genau, Erpressung hat er gesagt. Ja, bestimmt. Der Auftakel Gas mit Herrn Streicher, der Asphaltmatros, der aufblasene Modeprospekt. Warte, du Lopiosti, dir vergeht es wäre bei mir zusammen, ehemals zu lächeln, schon noch. Dir schlage ich deine dreckigen Gedanken so fest zum Kopf aus, dass alles Stroh und Wasser kein Mikro. Mein Hungerbühler wird pressen. Mein Chef. Mein Wiesel. Wo ich doch immer so gerne hatte. Wo ich doch immer so nett war zu einem. Und jetzt kommt so ein ekliger Kerl in den Herzwesen und macht dem Hungerbühler solche Hunger. Warum kommt der auf solche Ferienzentren in den Hirn? Aber wenn man doch jemanden erpressen will, muss doch der andere auch etwas auf dem Gewissen haben. Aha, so läuft die Sache. Hungerbühlerli, Hungerbühlerli. Was hast du denn auf dem Gewissen? Mit dem Traktor wirst du wohl kaum zu schnell gefahren sein. Oder hat dich deine Kühe nicht zu viel Wasser gegeben? Nein. Der Fuchs und der Hirsch wollen ihr das Land ja auch verbauen. Also stecken sie auch in dieser Sache rein. Der Wildtier, wo nie verpfuscht wird. Der Fuchs und der Hirsch gehen doch eben mit dem Chef ein bisschen ins Bündnerland jagen. Und da würden sie auch gerne. Der Hungerbühler als Jagdaufseher hat seit einem Jahr keine Ahnung mehr, was da läuft. Oder er sagt es eben nicht. Ich frisse ein Kachherd, wenn die Grüne als Wildtiere erpresst werden. Ich habe ja schon lange geschmeckt, dass der Hase faul ist. Was faul? Verbrennt schmeckt er? Hallo, ist niemand da? Oh, Mami, ist das toll gewesen. So möchte ich jeden Tag mit dir reden. Ja. Vor allem, wenn ich in die Schule musste. Ja, sicher. Schulschwänzen ist immer klar. Aber sag mal, hast du wirklich nicht um die Ehre? Sicher, der Schnitt hat ja selber gesagt, wir kommen heute scheinbar nicht in die Schule. Die Lagerei von gestern hätten sie ja bemerkt. Wie sich die Zeiten ändern. Weißt du noch, wenn du einmal da hast, wenn ich mit Nachbarspäckchen und Sauerstein zu wenig gegessen habe, dann die Kinder gibt es gar nicht. Ja, sicher. Der Kind hätte ich nie gelernt. Das würde unten, wenn sie aber mit dem Freddy gehen spazieren. Sicher, heute schnell! Du musst dich nicht schön rausreden. Der Pfarrer hat sich schon bei dich beklagt. Aber heute können wir nicht spielen. Es ist gescheiter am Bandmanschub. Du musst verstehen. Oh, immer ein! Du tust jetzt gerade, dass das etwas Schlimmes wäre. Weil wir es denken, dass im Uhrenkasten der Hockhüpfer drin ist. Wachmeister ist da! Bruder ist da! Ich komme in den Tunnel! Er liegt in unserem Haus! Wie hat er einen großen Film im Fernsehen? Die Leiche bewegt sich sogar! Was hast du gesagt? Er bewegt sich genug! Er wäre ja gar nicht tot! Gott sei Dank, er ist ja ganz warm! Ich habe schon eine Leiche gesagt!
schon. Da bewegt das schon ein bisschen mehr. Oh, wo bin ich? Nur ruhig liegen bleiben. Was ist denn los? Was ist passiert? Oh, mein Kopf. Ich habe doch gar nicht getrunken gestern. Kommen Sie, dann bringen Sie jetzt erst einmal aufs Herzbett. Zu Sie holen Sie einen Takt an. Dann sehen wir den Video. Himmel, alle Sterne und Gottesheim. Der Weg ist schön dreckig. Da gehe ich lieber querwald ein. Das ist schon nur ein Zeichen. Das ganze Dorf heute, dass ich mitgehe oder den Weichmeister suche. Der Beileiter bei uns im Kästchen. Schon noch gut, die haben es mir geglaubt. Ich habe ihn gestern Abend noch gesehen. Mit der Kletterausrüstung gegen den halben Stock laufen. Jetzt glauben alle, dass ich irgendwo in einer Hütte und komme nicht mehr zu. Aber dass die Margrit auch immer mal drin funken. So sieht man ihn schon letzte Nacht abstürzen. Aber jetzt, wo es hell ist, ist das schon schwieriger. Ich habe einen grossen Koffer, sollte man haben. Oh, wunderbar! Sie haben in der freien Natur ein bisschen Cello gespielt und dabei wunderbare Melodien komponiert. Die schöne, ruhige, gewaltlose Umgebung inspiriert mich so. Ich als Naturfreund fühle mich bei Ihnen ganz wohl und geborgen. So, ein Naturfreund sind wir. Und was haben wir denn in dieser Kiste rein? Ja, hören Sie, das ist keine Kiste. Das ist mein Cello-Kasten. Da habe ich doch nur mein Cello drin. Geht mir nicht an. Heutzutage wird alles geschützt. Auch die Instrumente. Aber hören Sie, ein Cello ist doch nur ein Instrument und kein Tier. Geht mir nicht an. Jetzt lassen Sie selber das Cello frei. Aber es ist viermal. Ja. Sofort. Lass es mal frei. Das arme Cello wird noch einmal einspielen. Wir, der Kasten, gerade konfisziert. Aber sie können doch nicht. Und sie haben für heute den Rest drauf aufs Zimmer. So viele Ideen für eine Tragödie. Ich muss gerade komponieren. Gut gemacht, Wiesel. Jetzt schaffe ich den Wachmeister da rein. Dann bin ich so gut wie gerettet. Grüß Gott, Herr Hummerhörner. Sie haben schon zum Patienten. Hoi Papi, ich bin schon wieder zurück. Komm mit dir, Doktor. Fahr mal gut. Dem Haus passieren Sachen, und kein anderer Haushalt je gesehen. Aber ich habe ja meinen eigenen Patienten. Wachmeister, weg! Ich kann nicht
Überall in der schönen Weich gelaufen. Jetzt bin ich auf die feste Boden nebengekommen. Halt, stopp! Und jetzt gehen Sie langsam weg noch. So, da jetzt. Hopp, wir zwei. So, jetzt hat der Spaß viel sicherer. Bei drei PS-Büchsen. Welche ist denn? Die ist dann nicht so in der Krabbe. Katze, Schluss!
ich nicht helfen. Ich werde dir Fuß helfen. Ja, 3,5 Meter groß und 5 Meter lang. So einen riesigen Milchkäse hat man kein Stall mit Platz. Da müssten ja alle Bauern wieder neu bauen. Und der geht doch heutzutage nicht mehr. Warum hat der Bauernverband das Futter gerade verboten? Aber sensationell ist das gleich der Futter. Im Gust haben wir mal die Gemüse ein bisschen von dem Futter verwünscht. Und weisst du, was dann passiert ist? Nein, keine Ahnung. Die Gemüse haben alle im Ausfallen verstanden. So gross sind sie morgen. So, nun werden sie nicht immer so gross. Und schau, kommt denn kaum mit dem Futter in Hasenier. Vom Schlechten her kann sie wohl kaum kommen. Für den wird man sicher keine Show, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber vielleicht hat sie in Wirklichkeit einmal ein Schrot im Futter gehabt. Und dann kann es schon gehen, dass das Schrot im Magen und immer blutbändig Muskeln werden. Genau, du sagst es. Doch hör doch auf Lügen. Ich weiss alles. Der Krümel da, das ist gar kein Krümel, sondern ein wehrhafter Feldhase, von euch drei, ohne Bewilligung gejagt, wild vögelt. Sagt mir so etwas. Und sie haben sich natürlich nicht wollen verwünschen und anzeigen. Aber das Größte ist ja schon, dass ihr euch von dem Grosshans habt erpressen lassen. Um eure eigenen Irrtümer hätte ihr fast das ganze Dorf verkauft. Und ihr würdet sogar über Leichen gehen. Aber Margit, sag nicht so etwas. Wir sind ja wirklich schlimme Kerle. Aber wir würden noch kein Mensch, nur ein Hörli kriegen. Das sagt gerade recht. Hilfe, ein Gespenst! Sie kommen sicher und sie können mir zu rächen. Beruhigt euch. Ich bin noch ganz lebendig. Ihr habt den Bewusstlosen eingesperrt. Wisst, Herr Ungeböhler, ein Fest, das so eine Kopfe gibt, würde ich gleich noch mal erleben. Aber eigentlich komme ich auch den Grosshändler abholen. Wo ist er eigentlich? Da innen, in Ihrem Fremdenzimmer. Hilfe, mit Heizung, ich bin doch unschuldig. Bitte, Margit, sperren Sie ihn wieder ein, bis die Polizei da ist. Nein, bitte nicht mehr in die enge dunkle Kaste. Ich gehe ganz ins Gefängnis, aber bitte nicht mehr da innen. Nötig. Am Wachmeister hat ihn einfach in den Anim geschafft. Und für Sie ist es eine gute Probe fürs Heavy. So, und ihr drei? Wollt ihr immer noch lügen? Nein, nie mehr! Und ihr wollt alles machen, wenn ich will? Ist ja recht. Jetzt kommt nämlich die ganze Gemeinde ab. Und dann könnt ihr zeigen, wie ihr noch folgen könnt. Hüte weg! Da kommen wir. Jetzt besteht Wachheit über euch. Sicher gescheiter raus, wenn eine Frau regiert. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Wir kommen hier noch mal wegen dieser Sache zum Sparthotel. Der Herr Doktor hat uns zusammengeholt. Sie sind die Jeans zum Rückzug von Ihrer Forderungen bereit. Mit gewissen Vorbehalten so. Und zwar müssen die drei ein Wildtier Straffreiheit garantieren. So, rum in den Tisch ab und hocken noch auf so viele Bänke. Wie heißt? Gern, liebe Margit! Ich würde den Bilder ganz sehr einbeziehen.
mal gehen. Wenn ihr meinet, dann wollen wir schon lösen. Aber wer ist denn die Wildtier? Zuerst wird ihr Vertrag sein. Vorher fallen keine. Die Frauen wollen sich immer genau wissen. Und verpflichtet sich? Der mit der Rebe lasst ihn aber gescheitern weg. Die essen wir jeder selber. Baubergen, 26. August 1938. So, jetzt können wir hier unterschreiben. So, und wer ist jetzt das Wildtier? Das fragen wir am geschicktsten den Wildhüter selber. Ja, wissen da? Ja, das sind eben drei. Aber einer ist der Hauptschuldig. Aber Alois, du kennst doch die drei. Sonst würdest du dich nie so einen Händel vorschlagen. Schon, aber... Du hast doch nicht so gestanden. Dir kann doch nichts passieren. Haben dir einen Hahn? Das war so gut wie ein Geständnis. Die drei sind nicht nur Wildhüter. Der Wildvater macht es gerade auch noch. Hungerbrüder! Fuchs! Hirsch! Ist das wahr? Das ist mir auch der Größte. Eine schöne Geschichte. Und sämtliche Leute haben ich eine Rebe geschenkt. Nein, da mache ich nicht mit. Da gibt es absolut nicht. Nie und nimmer. Ja, sicher gibt es das. Da steht sie drauf. Liebe Kollegen, beruhigen Sie sich doch. Dass wir Freunde aus dem Dorf laufen lassen, ist doch noch schöner. Auf allen Fällen ist die Sache mit dieser Bauerei geklärt. Wir haben hier schon den Vertrag aufgesetzt. Eigentlich hast du recht. Die drei sind unsere Freunde. Ausser beim Differenzler. Dort rufen sie mir ganz ordentlich. Also gut, haben wir vergessen die ganze Sache. Manchmal wissen wir selber nicht, was mit uns geschieht. Danke, Papoy. Du weißt nicht, wie es mir jetzt wollen. Ich bin ja schön ein bisschen mitgekommen. Aber eins habe ich gelernt. Wir dürfen nie verlernen, einander zu verzeihen. Sonst wird die Laufelde wirklich mal zerstört. Zwar nicht von zu viel Bauten, sondern von Missgunst, Neid und Engstirnigkeit. So, sitzt jetzt das Herz am Unterschied. Wo ist denn der Vorsatz? Nimm den raus!
gesucht.